Eugen Onegin geht es eigentlich wie, ja, glaube ich, doch irgendwie viele Menschen kennen ja den Roman. Ein Mädchen verliebt sich wahnsinnig unsterblich in einen Mann, den sie sozusagen das erste Mal sieht und offenbart sich dem dann auch, was natürlich auch zur damaligen Zeit ein absolutes No-Go war. Also das heißt, der Mut, den es erfordert hat, war natürlich irgendwie extrem groß von ihr. Er weist sie ab. Bogen schließt sich dann 6 Jahre später. Eugen Onegin hat in der Zwischenzeit seinen Freund im Duell erschossen. Man hat eigentlich 3 Existenzen, die am Ende dieser Oper, also einer ist tot, 2 sind total zerstört. Also es ist schon auch recht traurig, würde ich mal sagen. Und dazu noch diese wahnsinnig traurige, schöne Musik, die tut dann noch ihr Übriges. Tolle ist aber, obwohl sie eigentlich relativ einfach erzählt wird, dass es halt sozusagen um wirklich ganz existenzielle menschliche Dinge geht in allen Ausprägungen. Also was passiert, wenn ich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bin, wenn ich die falsche Entscheidung treffe im Leben. Vielleicht ein paar Taschentücher einpacken. Also ich zumindest irgendwie finde es manchmal wirklich auch irgendwie sehr, sehr traurig. Also es ist eigentlich in guten Momenten wie so ein guter Hollywood-Film, wo man dann auch mal ein bisschen schniefen kann und sich selber überlegen kann, was man vielleicht im Leben hätte anders machen sollen unter Umständen. Also deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen.